Was für ein Klang, was für eine Kraft in dieser wunderschönen Musik. Aus der Alexanderkirche in Wildeshausen begrüße ich Sie und euch ganz herzlich. Und schön, dass ihr da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der die Liebe ist. Im Namen Jesu Christi, der diese Liebe gelebt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der diese Liebe mit seiner Begeisterung beschenkt. Amen. Diese Bewegung mache ich sehr häufig. Manche Details sind einfach zu winzig, um sie auf dem kleinen Handybildschirm zu sehen. Man kann sie kaum erkennen. Wenn ich es dann ganz genau wissen möchte, dann zoome ich einfach heran. Und dann kann ich auch diese Dinge sehen, die ich sonst nicht erkennen kann. Die Dinge, die im Hintergrund sind, im Verborgenen. Als Jugendlicher hatte ich dafür eine Lupe. Meine Briefmarkensammlung konnte ich so begutachten, mich an Details erfreuen und bei neuen Briefmarkenbeschädigungen sofort sehen. Es scheint mir, dass wir zurzeit auch wie durch eine Lupe auf unsere Gesellschaft blicken und durch das Zoomen Probleme auch viel klarer sehen. Durch die Corona-Krise geraten verschiedene Brennpunkte verstärkt in den Blick. Wuhan, Ischgl, Gütersloh, Wildeshausen. Die Altenheime, die Kirchen, die Fleischindustrie, die Kitas und Schulen. Und viele sind einfach nur erschöpft, weil kein Ende in Sicht ist. Eigentlich brauchen wir Menschen ein Ziel, um durchzuhalten. Was gerade jetzt bleibt, ist ein Gemisch aus Überforderung, Sorge und Ohnmacht. Lassen Sie uns dies singend zu Gott tragen und ihm ans Herz legen. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Nach deinem Erbarmen sehen wir uns, Gott. Wir hoffen auf eine Zeit, wo uns deine Zuversicht neue Kraft in Körper und Seele schenkt. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Nach deinem Erbarmen sehnen wir uns und hoffen auf eine Zeit, wo unsere Ängstlichkeit von Wärme umhüllt wird. Amen. Menschen sind gern etwas Besonderes. In der Masse unterzugehen, ist keine gern eingenommene Rolle. Bei Jesus gibt es in seiner Herde keine Premium-Mitgliedschaft mit Goldkarte und Exklusivrechten. Aber wenn jemand in Not ist, dann ist Jesus da. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Amen. Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück,
nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nah. Wie gut, dass Gott in mir als älterem Menschen mehr sieht, als dass ich zu einer Risikogruppe gehöre. In unserer offenen Kirche schreiben Menschen an verschiedenen Orten ihre Gedanken und Gebete auf. Als ich diesen Satz las, war es für mich so, als wenn ich mit einer Lupe auf unsere Situation genauer schaue. Und mir wurde die Gedankenwelt eines älteren Menschen herangezoomt und geöffnet. Gedanken wie, seht ihr in mir nur die Risikogruppe? Ich bin mehr als das. Es ist ja gut, dass ihr uns schützen wollt, aber beteiligt uns, fragt uns. Ein christlicher Blick auf unsere aktuelle Situation ist eine Sichtweise, die den einzelnen Menschen in seiner Würde wahrnimmt. Es ist der Blick auf das eine Schaf, obwohl der Hirte noch 99 andere hat. Vieles passiert momentan zum Wohle aller. Wir wollen die Risikogruppen schützen. Alle Schafe versuchen wir wahrzunehmen. An vielen Stellen fehlt aber das Heranzoomen auf das eine verlorene Schaf. Als ich letztens einen Bekannten getroffen habe, dessen Frau im Pflegeheim wohnt, erzählte er mir, wie schwer die letzte Zeit für sie war. Monatelang haben sie sich nicht gesehen. Als die Bewohner nun endlich wieder abgeholt werden durften, war das, sagte er, für die beiden wie Weihnachten und Ostern zusammen. Verlorene Schafe, die häufig nicht gesehen werden. An anderen Stellen werden die verlorenen Schafe in unserer Gesellschaft gerade jetzt besonders wahrgenommen. Auf die Mitarbeiter in der Fleischindustrie wird zurzeit förmlich herangezoomt. Deren schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen sind nicht neu, aber plötzlich sind sie Thema. Plötzlich interessiert es. Und viele merken konkreter, dass sich nicht nur einzelne Schafe verirrt haben, sondern dass wir vielmehr als Gesellschaft, als Menschen auf dieser Erde insgesamt uns verlaufen haben. Vielen dämmert es, dass die Corona-Krise wohl nur eine Mittelstrecke ist, und die Klimakrise ein Marathon wird. Nutzen wir die Krise zu einer Neuorientierung in unseren Gesellschaften auf dieser Erde, in unseren Familien und der Weltgemeinschaft? Verändern wir jetzt wirklich unser Verhältnis zu unseren Mitgeschöpfen, auch wenn es ums Grillen geht? Werden die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie wirklich nachhaltig verändert? Wenn wir es tun, würde Gott ein Fest veranstalten, da bin ich mir sicher, uns einzeln nach Hause tragen. Seine Freude wäre riesengroß, weil Gott sich über jeden einzelnen Menschen freut, der sein Leben verändert. Die Corona-Krise gibt uns die Möglichkeit, einen Blickwechsel zu vollziehen, in die Ecken zu sehen, die sonst für uns ein toter Winkel sind. Bei allem Schutz der Risikogruppen darf nicht vergessen werden, dass jeder Mensch für sich Bedürfnisse hat, die über die Gesundheit hinausgehen. Bei allem Verständnis für den eigenen Schutz und den Schutz der anderen produzieren wir zurzeit durch die Einwegmasken sehr viel Müll. Das schadet der Umwelt. Die Einhaltung der Quarantäne von infizierten Menschen und deren Kontaktpersonen ist sehr wichtig. Doch
darf eine mögliche Erkrankung nicht zu einer Stigmatisierung führen. Der Blick des Hirten auf seine Herde ist ein anderer. Er schaut zunächst auf das eine Schaf. Erst dann blickt er in die Weite und sieht seine Herde als Ganzes. Manchmal ist es vielleicht gut, auf die Details heranzuzoomen, den einzelnen Menschen wahrzunehmen und dann erst das große Ganze zu betrachten. Dieser Blickwechsel kann helfen, etwas zu verändern. Amen. Lasst uns beten. Gott getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Jesus Christus ist geboren und Mensch geworden, damit wir zum Glauben finden. Er ist aus Liebe zu uns in den Tod gegangen. Durch seine Auferstehung sind wir nicht verloren, sondern spüren Hoffnung. Verbindender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass uns den Glauben nicht verlieren. Den Glauben, dass sich die Welt verwandeln kann. Den Glauben, dass wir selbst der Anfang sein können. Den Glauben, dass wir nicht alles sehen müssen, was wahr ist. Einigender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass deine Liebe in der Welt Wurzeln schlagen und Früchte tragen. Die Liebe, die alles verändern kann. Die Liebe, die allen Hass überwindet. Die Liebe, die man nicht sehen muss und trotzdem spürt. Zusammenführender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass uns die Hoffnung niemals aufgeben. Die Hoffnung für die Kranken und Verzweifelten. Die Hoffnung, die größer ist als alle Trauer. Die Hoffnung, die oft unsichtbar scheint, aber hier und dort immer wieder wahrzunehmen ist. Gott, getrennt, aber doch gemeinsam bitten wir um Glaube, Liebe, Hoffnung. Amen. Lasst uns gemeinsam mit den Worten beten, die uns Jesus selbst geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag und in die kommende Zeit als Gesegnete. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes,
der unser Leben mit Begeisterung füllen wird. Segne, schütze und begleite euch. Amen.